Kalk, Kommentare einfügen und bearbeiten. Dieses Video zeigt, wie Kommentare in Kalk eingefügt und bearbeitet werden unter Version 5.2. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Kalk. Wir öffnen die Arbeitsdatei Kommentare.ods. Die Zellen mit einem kleinen roten Quadrat haben bereits einen Kommentar. Wenn man mit dem Mauszeiger auf so eine Zelle fährt, wird der Kommentar in Nähe der Zelle angezeigt. Wir fügen nun zu einer Zelle einen Kommentar ein. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf die Zelle, die wir mit einem Kommentar versehen wollen. Im erscheinenden Menü wählen wir Kommentar einfügen aus. Es erscheint ein kleines gelbes Feld mit einem Bezugspfeil zur Zelle, dies ist das Kommentarfeld. Im Kommentarfeld blinkt der Cursor. Wir können nun direkt den gewünschten Kommentar schreiben. Das Kommentarfeld und den Kommentar können wir nun bearbeiten. Wir klicken mit der rechten Maustaste in die Zelle und wählen Kommentar anzeigen aus. Wir klicken in das Kommentarfeld. Das Kommentarfeld können wir nun nach unseren Wünschen größer ziehen. Mit einem Doppelklick in das Kommentarfeld können wir den Text bearbeiten. Wir markieren den Text und wählen die Schriftart, zum Beispiel Arial, und Schriftgröße 16 aus. Wenn wir den Kommentar nicht dauerhaft anzeigen möchten, können wir mit der rechten Maustaste in die Zelle klicken und Kommentar ausblenden wählen. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter